Mecklenburg-Vorpommern hat bislang fast 45,6 Millionen Euro für den Betrieb von Corona-Impfzentren und Stützpunkten in den Landkreisen und kreisfreien Städten ausgezahlt. 13,8 Millionen Euro davon hat der Bund nach Angaben des Gesundheitsministeriums erstattet. Seit Ende März sind die Corona-Impfzentren und Stützpunkte im Land dicht. Quasi über Nacht sei im Dezember 2020 mit der Verfügbarkeit erster Impfstoffe auf Kreisebene und in Zusammenarbeit mit den niedergelassenen Ärzten die Impfinfrastruktur aufgebaut worden, so das Gesundheitsministerium. Pro Landkreis und kreisfreier Stadt seien jeweils ein Impfzentrum sowie diverse Außenimpfstellen eröffnet worden. Parallel dazu hätten mobile Impfteams besonders in der Fläche und vor allem vulnerable Gruppen versorgt, etwa in Pflegeeinrichtungen. Reichten Impfstoff und Impftermine anfangs längst nicht aus, um die Nachfrage zu decken, hat sich die Situation nun umgekehrt. Im Nordosten galten zuletzt etwa 3/4 der Bevölkerung als vollständig geimpft. Seit dem 8. April ist der bisherige umfangreiche Anspruch auf Corona-Impfungen außer Kraft. Die Impfungen sollen aber in die Regelversorgung aufgenommen werden. Bereits zum 1. März war die Corona-Schutzverordnung Mecklenburg-Vorpommerns aufgehoben worden. Masken- und Testpflicht gelten bis auf wenige Ausnahmen nicht mehr.